Hallo und herzlich willkommen bei Folge 7 der Rezension von Kindern- und Kleinkindbüchern. Heute habe ich ein paar Bauernhof- und Tierbücher mitgebracht und ich werde erklären, warum Tiere eine so wichtige Rolle bei den Kindern spielen. Los geht's! Das erste Buch ist ungefähr für die Kinder ab dem ersten Lebensjahr gedacht. Das ist ein Gucklochbuch, das heißt, in der Mitte kann man bis fast zur letzten Seite durchgucken und sie eröffnet ein Fenster zur nächsten Seite. Das ist natürlich für die Kinder spannend, hier auch an den Figuren rumzufummeln und deswegen ist natürlich bei uns auch schon der Kopf vom Schaf leicht lädiert. Das kleine Küken hat sich verlaufen auf dem Bauernhof und möchte zurück zu seiner Mama. Und es fragt die anderen Tiere, ob sie ihm helfen können, den Weg zurückzufinden. Und die schauen natürlich in jeden Stall rein und gucken dort, ob da die Mama Huhn ist. Natürlich nicht. Und so sammeln sich immer mehr Tiere, die mithelfen, dem Küken wieder nach Hause zu helfen. Schlussendlich kommt das Küken wieder am Hühnerstall an. Und die Mama ist natürlich überglücklich und das Küken ist glücklich und alle Tiere freuen sich, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dort ist die Mama von dem Küken, nämlich die Henne. Also es ist wirklich eine sehr herzerwärmende Geschichte aus dem Troitsch Verlag. Kostet auch nur 3 €, also wirklich sehr günstig. Hier kann man natürlich auch viel mit dem Kind entdecken. Nicht nur die Tiere, sondern auf jedem Bild gibt es unzählige kleine Mäuschen, die hier viele lustige Sachen machen. Die streiten sich um eine Möhre, die Mäuse, die beiden. Die kann man zählen. 1, 2, 3 Mäuse. Man kann sie suchen und man kann natürlich auch immer schauen, was gibt es sonst noch zu entdecken. Dieses Buch bekommt von mir eine 1- wegen der Aufmachung. Die Seiten lassen sich sehr schwer voneinander trennen. Sind zwar alles, fast alles, bis auf die hier unten abgerundete Ecken. Und durch eben genau dieses Guckloch und die relativ dünne Pappe, das ist wirklich für ein Kinderbuch, für die Altersgruppe sehr dünn, gehen die Figuren unfassbar schnell kaputt. Und das ist sehr schade. Also ich hätte es ein bisschen dicker gemacht, alles in allem, und dann wäre es ein richtig cooles Buch. Aber auch so kann es jedem empfehlen zu kaufen. Vielleicht auch erst für die 1,5-Jährigen. Dann haben wir das Buch Babys erstes Wörterbuch Erste Tiere aus dem Iglo Books Verlag. Das ist ein ganz spezielles Buch. Es hat nämlich Klappen. Und Klappen sind für Kinder furchtbar interessant. Deswegen sind die auch schon sehr ramponiert. Man sieht das, die sind mehrfach durchgeknetet worden von meinem Sohn. Und mein Problem mit diesem Buch, was ein unfassbaren Reichtum an verschiedenen Tieren abbildet, ist die Abstraktion. Die Tiere, die hier abgebildet sind, sind halt wirklich sehr rudimentär gezeichnet. Die riesigen Augen von der Spinne oder diese stilisierte Ente und die stilisierte Kuh. Also das ist ungefähr so ab 1,5. Für diese Altersgruppe ist es vielleicht noch ein bisschen zu abstrakt und zu schwer zu erkennen. Man kann sehr viele Tiere damit lernen und die Kinder lernen es auch sehr gerne und sehr schnell. Meine hat das Buch wirklich sehr gerne angeschaut und konnte auch nach kurzer Zeit diese Fragen hier beantworten. Welches australische Tier frisst Eukalyptus? Der Koala. Und er hat sich das bis heute gemerkt, dass der Koala Eukalyptus frisst. Aber, wie gesagt, die Stilisierung ist ein bisschen fragwürdig für die Altersgruppe. Deswegen würde ich auch an dieser Stelle eine 1- bis 2+ geben. Ansonsten wirklich ein sehr schönes Buch. Dann haben wir hier ein Bauernhofbuch. Ne? Das ist aus dem Trödel. Da ist jetzt nichts mehr ganz dran. Das Buch ist im Fleurus Verlag erschienen und heißt Ein Ausflug auf den Bauernhof. Und das, was schön hier dran ist, ist diese Aufreihung hier. Denn man kann sozusagen jedes Tier gleich wie in einer Kartei aufklappen und finden. Und was ich noch schön finde, zu jedem Tier gibt es erläuternde Texte, die die Eltern vorlesen können. Das heißt, das Kind lernt auch noch unfassbar viel über das Tier. Zum Beispiel, was man alles aus Kuhmilch herstellen kann, dass es auch schwarze Schweinchen gibt und was man alles aus Schafwolle herstellen kann. Dann kann man hier auch noch die Schafe zählen. Der Schäfer passt auf die Schafe auf. Das ist ganz wichtig für so ein Kind, zu sehen, da passt jemand auf.
vielleicht passt ja auch jemand auf mich auf. Also mein Sohn hat genau diesen Gedankengang gehabt. Okay, wer passt auf mich auf, wenn ich schlafe und wenn die Wölfe kommen? Passt dann auch ein Schäfer auf mich auf? Passt du auf mich auf, Mama? Ab ein Dreiviertel, würde ich sagen, bis ungefähr 3 Jahren. Für die Aufmachung des Buches, für die Gestaltung und für die Textung, ich würde auf jeden Fall eine 1- geben. Ist ein sehr schönes Buch. Und dann kommen wir zu dem Buch Tiere im Meer. Auch das ist mit einer Staffelung an der Seite gestaltet, sodass man verschiedene Tiere gleich auf den ersten Blick sieht. Und es sind kleine Erklärtexte dabei, die wissenswerte Sachen vermitteln zu diesen Tieren. Tiere sind für Kinder in diesem Alter ein sehr praktisches Mittel, um was über sich selbst zu erfahren. Denn die Tiere haben ja auch Mama und Papa, die haben Babys. Die Mama und Papa passen auf die Babys auf und die Babys werden auch groß und werden dann zu den erwachsenen Tieren. Und das ist für ein Kind bei diesem Entwicklungsschritt ganz wichtig zu sehen, okay, ich lebe nicht alleine auf diesem Planeten. Ich kenne zwar die Kinder aus meinem Kindergarten. Meistens wachsen die Kinder in der Stadt auf und haben zu Tieren sonst gar keinen Kontakt. Und deswegen sind Bücher mit Tieren oder mit Pflanzen so unfassbar wichtig für die Kinder, die sonst kaum damit in Berührung kommen. Um zu sehen, hey, da ist noch mehr. Die Erde ist voller Lebewesen. Das ist was, worauf ich mich freuen kann. Vielleicht sehe ich die ja mal. Bauernhofbücher sind natürlich auch unfassbar beliebt bei den Verlagen. Warum? Bauernhof ist ein riesiges Thema. Es gibt unfassbar viele Bauernhofbücher. Das liegt einfach daran, dass sich auf einem Bauernhof sehr viele Tiere auf einem Platz tummeln. Und dasselbe Phänomen gäbe es auch im Wald. Doch über den Wald gibt es leider sehr wenig Bücher. Und ich bin froh, dass ich eins heute hier vorstellen kann, nämlich Drücke und Lausche, der Wald. Es ist in Guinti Editore Verlag Mailand Florenz erschienen und in Deutschland im Garant Verlag verlegt worden. Alleine auf der ersten Seite befinden sich ja alleine schon fast 10 Vogelarten. Mein Sohn kennt mittlerweile alle. Wir haben auch extra nochmal Bücher gewälzt, um nichts Falsches zu sagen und die richtigen Vogelarten benennen zu können. Es klingt verdammt blechern, ich weiß, aber den Kindern macht da so viel Freude, da drauf zu drücken. Das ist unfassbar. Und es kommen auch die Eichhörnchen, die kann man auch alle zählen. Und die Nüsse kann man auch nochmal alle zählen. Die sind ja so putzig, die Eichhörnchen. Und das Coole ist, hier unten am Rand sind immer wieder ganz viele kleine Tiere, die versteckt sind im Laub. Da sind ein paar Käferchen, die gucken zu. Hier ist noch ein kleiner Marder an der Ecke versteckt. Da guckt ein Dachs aus seinem Bau. Hier ist es Nacht, alle Tiere schlafen. Natürlich gucke ich jedes Mal mit meinem Sohn, welche Tiere sind nachts wach und welche Tiere schlafen nachts. Und die Eule macht... So. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge von meiner Rezension von Kinder- und Kleinkindliteratur. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schaut euch vielleicht auch noch ein paar andere Videos von mir an und gebt gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und bis dahin. Ciao!